Hallo und herzlich willkommen beim gemeinsamen Launch-Event von AWS und Vodafone. Der Launch von 5G Multi-Access Edge Computing schafft ganz neue Möglichkeiten in Deutschland. Zum ersten Mal werden große Datenmengen nicht auf riesigen Servern irgendwo, sondern direkt am Rande des 5G-Netzes verarbeitet, sodass sie verzögerungsfrei oder anders gesagt, dass wir Anwendungen mit Ultra-Low-Latency überall nutzen können. Mein Name ist Corinna Remde und ich bin bei Vodafone in Deutschland verantwortlich für die Produktentwicklung für Cloud und IoT und freue mich sehr, Sie als Gastgeberin hier bei dem heutigen Launch-Event begrüßen zu dürfen. Ganz unter dem Motto Together We Can möchten wir Ihnen mit Vertretern von AWS, Vodafone und unseren Kunden in den nächsten 15 Minuten einen Überblick geben, welche Vorteile diese Low-Latency-Services für Startups, Entwickler, Großkunden und natürlich für Sie bringen. Und wir möchten mit Ihnen erste Erfahrungen aus Pilotprojekten teilen und Ausblick geben in neue, innovative Anwendungsmöglichkeiten mit Multi-Access Edge Computing oder einfacher gesprochen mit MEC. Als erstes begrüße ich dazu herzlich Adolfo Hernandez, Vice President der globalen Telekom Business Unit von AWS und Ugur Irinoglu, Global Head of Go-to-Market Cloud und Edge Computing. Und aufgrund von Covid und zum Schutz aller Beteiligten haben wir davon abgesehen, uns alle hier an einem Ort zu treffen und führen die Gespräche per Video. Und damit übergebe ich an Ugur. Ugur, was macht MEC aus deiner Sicht so besonders? Danke, Corinna. Besonders an Edge Computing ist ganz einfach die Möglichkeit, nun endlich Schlüsseltechnologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Augmented Reality und Mixed Reality in Echtzeit und überall nutzen zu können. Lass mich dies kurz erklären. Wir launchen Edge Computing und implementieren Rechenleistungen, Rechenkapazitäten in unseren Rechenzentren. Das heißt, dass unsere Kunden sowohl mit 4G, aber viel wichtiger nach vorne schauend, mit 5G diese Rechenkapazitäten direkt aus dem Vodafone-Netz beziehen können. Diese Rechenkapazitäten sind nicht wie aktuell irgendwo in einem Rechenzentrum in Deutschland, Europa oder irgendwo in der Welt, sondern ganz nah da, wo die Rechenleistung gebraucht wird, integriert in unsere Gigabit-Netzwerke und damit ganz nah beim Endkunden. Wir reden hier von einer ganz anderen Digital Experience, die möglich wird, um nun Innovatoren die beste Möglichkeit für die Entwicklung von neuen Applikationen zu ermöglichen. Arbeiten wir ganz eng mit AWS. Damit sind wir die ersten und einzigen im Markt, die die Echtzeitkommunikation mit Echtzeitrechenkapazitäten an der Edge zur Verfügung stellen. Hier haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass unsere Kunden einen integrierten End-to-End-Service erleben, um ein durchgehendes Ultra-Low-Latency-Erlebnis zu gewährleisten. Mit unseren intelligenten Netzwerken und AWS-Cloud-Diensten direkt beim Kunden. Nun reden wir sowohl mit ISVs als auch mit Hardwareherstellern, um zum Beispiel die nächste Generation von AR, MR-Brillen, 5G, Edge Computing enabled zu gestalten. Wir haben Wert darauf gelegt, was unsere Kunden sagen und haben recht früh, vor knapp einem Jahr, das Edge Innovation Programm gestartet. Hier haben wir eine große positive Resonanz erlebt. Mehr als 400 Personen haben sich angemeldet, mehr als 100 Kunden wollten partizipieren. Am Ende haben wir mehr als 20 Piloten gehabt, dessen Erkenntnisse wir in unsere Entwicklung und die weitere Vorgehensweise haben einfließen lassen. So wissen wir, welche Use Cases wir kurzfristig und welche wir mittel- bis langfristig unterstützen können bzw. müssen. AWS hat sich hierbei als ein sehr innovativer Partner herauskristallisiert. Adolfo, wie ist deine Sicht? Vielen Dank, Ugur. Zu Beginn möchte ich mich bei den Kollegen von Vodafone für das Vertrauen und unsere lange Partnerschaft bedanken. Wir hatten die Gelegenheit, Vodafone auf dem Weg zu einem führenden Technologieunternehmen in den vergangenen Jahren intensiv zu unterstützen. Vodafone hat schon früh auf die Vorteile der Cloud in den Bereichen Kundenerfahrungen, Digitalisierung, IT-Transformation und IoT-Bereich gesetzt. Diese Partnerschaft und der heutige Start von AWS Wavelength über Vodafones 5G-Netz in Deutschland ist der nächste große Schritt in unserer Zusammenarbeit. Wir haben diese Lösung bereits zusammen in Großbritannien im letzten Sommer gestartet. Die Erfahrungen sind direkt in den Launch in Deutschland eingeschlossen.
Zusammen stellen wir Kunden, Softwareanbietern und Entwicklern in Deutschland ganz neue Innovationsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit AWS Wavelength werden die Compute- und Storage-Lösungen in den Edge-Bereich des 5G-Netzes integriert. Das ermöglicht Mobile-Anwendungen, welche sehr geringe Latenzen benötigen. Mit der Kombination aus der Stärke der Vodafone 5G-Netzes und den Cloud-Fähigkeiten von AWS werden nun neue Möglichkeiten und neue Use Cases unterstützt. AWS bietet zudem den Zugang zu einem breiten Ökosystem von ISVs und Developern. Diesen Developern stehen nun die gleichen AWS-Tools, APIs und Funktionalitäten für das Vodafone-Netz am Edge zur Verfügung. Das gibt neues Innovationspotenzial für komplett neue Applikationen im Geschäfts- und Endkundenbereich. Wir sprechen hier von Innovation in Aktion in vielen existierenden und neuen Use Cases. In manchen Verticals können existierende Anwendungen durch höhere Performance verbessert werden. Gleichzeitig sehen wir völlig neue Szenarien, die auf einmal möglich werden. Seit dem Launch von AWS Wavelength über Vodafone 5G in Großbritannien im Juni gibt es eine ganze Reihe von neuen Kunden. Zum Beispiel autonomen Fahrzeuge wurden mit dem Verkehrsspezialisten Origo als autonome Busse zwischen der Stadt Cambridge und der Universität realisiert. Wie Sie sehen, dies ist kein Launch mit leeren Versprechungen für die Zukunft. Wir sehen echte, reale Anwendungen. Ich freue mich sehr auf die neuesten Use Cases basierend auf den Vodafone 5G Mac-Diensten mit AWS Wavelength in Deutschland. Vielen Dank. Nun weiter an Sebastian. Vielen Dank, Adolfo. AWS hat den weltweit größten Infrastruktur-Footprint im Vergleich aller Anbieter. Dies ermöglicht uns die Versorgung unserer Kunden mit den meisten Cloud-Applikationen, die sie benötigen. Im Gespräch mit unseren Kunden sehen wir eine Reihe von Trends bei der Evolution dieser Anwendungen. Da wäre zuerst die wachsende Klasse an neuen Applikationen, welche eine sehr geringe Latenz, also Ultra-Low-Latency, brauchen. Dies sind zum Beispiel Real-Time-Gaming, Video-Streaming, Augmented- und Virtual-Reality, autonomes Fahren, Inhaltsangebote im Echtzeitbereich, Industriesimulationen und maschinelles Lernen mit Inference im Edge-Bereich. Zweitens generieren unsere Kunden eine enorme Menge an Daten durch ihre digitale Transformation und vor allem durch den Einsatz von IoT-Endgeräten. Diese Daten müssen Sie sammeln, aggregieren, analysieren und dann auf dieser Basis nutzen. Einige dieser Datensätze müssen lokal oder nahe am Ort des Entstehens verarbeitet werden. Es wäre schwierig, sie erst in zentrale Cloud-Rechenzentren zu übertragen. Kosten, Datenmengen, Bandbreite und Zeit sind hier limitierende Faktoren. AWS Wavelength ist ein wichtiger Baustein in unserer Strategie, um diese Trends zu adressieren. Dies betrifft im Besonderen den Bedarf der 5G-Endgeräte an Low-Latency-Zugang zur Cloud- und Storage-Infrastruktur. Sie ist die Basis für alle die neuen und innovativen Anwendungen, die durch die Verfügbarkeit der 5G-Netze unserer Telekommunikationspartner erst ermöglicht werden. Über Wavelength-Zonen werden die AWS Compute- und Storage-Dienste in die Rechenzentren der Kommunikationsanbieter am Edge des 5G-Netzes integriert. Der Datenverkehr von Applikationen zwischen 5G-Endgeräten und den Anwendungsservern in den Wavelength-Zonen erfolgt direkt. Er verlässt somit das Netz des Mobilfunkanbieters nicht. Die Kombination der Stärke des Vodafone-Netzes und der Cloud erlaubt Firmen und Anwendungsentwicklern den Zugriff auf AWS-Dienste an der 5G-Edge. Das eröffnet neue Märkte und Möglichkeiten. Innovative 5G-Anwendungen umfassen Industrieautomatisierung, Smart Cities, interaktives Entertainment und autonomes Fahren. Diese Anwendungen brauchen verbesserte Geschwindigkeiten, hohe Bandbreiten und sehr geringe Latenzen beim Zugang zu Endanwendern oder Endgeräten. Die Multi-Access Edge Computing-Dienste auf Basis von AWS Wavelength und dem Vodafone 5G-Netz verbinden die Cloud, Konnektivität und Datendienste. Sie definieren die Kundenerfahrung in diesem Bereich ganz neu. Wavelength-Zonen helfen Firmen und Entwicklern beim Zugang zu AWS-Cloud-Diensten am Rand des 5G-Netzes.
so können Sie neue Geschäftsideen für innovative 5G-Anwendungen umsetzen. Und die Entwickler können diese neuen Anwendungen ohne hohe Lernkurve sofort mit den bekannten AWS-Werkzeugen und Schnittstellen, welche Sie aus der täglichen Arbeit kennen, realisieren. In allen Netzwerken global, in die schon AWS-Zonen integriert sind. Corinna, damit weiter an dich. Vielen Dank, Sebastian, für die spannenden Insights. Ich würde jetzt gerne noch mal tiefer in die Anwendung von Mac einsteigen und begrüße dazu ganz herzlich Sarah Koch-Köter und Michael Bösinger von Vodafone. Ihr habt ja basierend auf den neuen Lösungen von Vodafone und AWS schon einige Piloten zusammen mit unseren Kunden durchgeführt. Welche Erfahrungen könnt ihr aus diesen Projekten dazu mit uns teilen? Ja, vielen Dank, Corinna. Im Rahmen der Pilotprojekte sehen wir das immens große Potenzial, das im Produkt Distributed Mac mit AWS steckt. Für unsere Kunden, aber auch als Grundstein für weitere digitale Innovationen im Bereich Augmented Reality oder Virtual Reality, autonom Fahren und automatisierte Bildverarbeitung. Wir bauen auf unserem 4G-5G-Netz auf und integrieren mit AWS Wavelength Cloud-Infrastruktur in unserer Mobilfunkinfrastruktur. So bringen wir das Beste aus zwei Welten zusammen und Multi-Access Edge Computing wird zum Leben erweckt. Abrunden werden wir das Ganze durch Services und Ende-zu-Ende-Angebote. Mit den ersten 3 Wavelength-Zonen in unseren Rechenzentren gehen wir heute in Dortmund, Berlin und München an den Start und können so bereits Geschäftskunden aus ganz Deutschland mit einer spürbaren Latenzverbesserung versorgen. Vorausgesetzt natürlich, Sie betreiben Ihre Applikation in einem dieser 3 Rechenzentren. Michael, was hast du denn für Erfahrungen bisher mit Pilotprojekten gemacht? Ja, tatsächlich haben wir ein großes Interesse der Industrie festgestellt, hier mit uns sehr frühzeitig an dieser neuen Technologie zu arbeiten. Und ich würde das gerne an 3 Beispielen darstellen, die wir zusammen während der Testphasen von dieser AWS-Lösung, die wir im Labor stehen hatten, gemacht haben. Im ersten Beispiel mit der Medienbranche ging es darum, die Regiefunktion sozusagen in die Cloud auszulagern. Jeder weiß vielleicht, dass es sehr viel Aufwand ist, eine Live-Produktion zu machen, beispielsweise im Fußballstadion, wo man sehr viele Kameras braucht, die verkabelt werden müssen. Man hat Technik vor Ort, auch Regietechnik. Und hier ging es darum, einen Teil davon zu virtualisieren und Regie, Regieassistenz und verschiedene Funktionen eben nicht mehr vor Ort haben zu müssen, sondern in die Cloud auszulagern und dort Effizienzen zu steigern. Das Ganze benötigt natürlich Echtzeit. Je schneller, desto besser, denn Bilder zu schneiden und in Realtime auf die richtige Kamera zu schalten, das erfordert schon kurze Latenzen, gerade in der Bildverarbeitung. Im zweiten Beispiel ging es darum, dass wir hier in der Automobilindustrie geschaut haben, wo kann man die Verkehrssicherheit verbessern. Im vorliegenden Fall haben wir das zusammen mit einem großen Automobilhersteller und einer Kartenfirma durchgeführt. Und es ging darum, Fußgänger zu erkennen an einer Stelle, wo jemand anders sie nicht erkennen kann. Und diese Informationen dann mit allen anderen Verkehrsteilnehmern zu scheren. Auch hier geht es natürlich darum, dass das möglichst schnell geschieht, damit überhaupt so eine Lösung funktionieren kann und Unfälle sicher vermieden werden können. Im dritten Beispiel ging es um die VR-Technik. Bei der VR-Technik geht es immer darum, dass die Bild- und die Bewegungsinformationen, die man erlebt, genau übereinander liegen, also im Prinzip sehr latenzarm miteinander korrelieren. Wir haben hier in diesem Beispiel einen digitalen Zwilling erstellt, zusammen mit der Firma Northdog. Und diese sollte dann in einer VR-Brille zur Ansicht gebracht werden. Dabei geht es um sehr, sehr viele Daten, die dort verarbeitet werden müssen. Das Rendering des Kölner Doms sind etliche Gigabyte groß. Solche Anwendungen können nicht mehr auf einer Brille abgespielt werden. Deswegen hat man hier die Lösung gewählt, das in einer Edge Cloud zu tun. Um die geringen Latenzen zu realisieren, ist eine Edge Cloud unbedingt erforderlich. Das kann nicht irgendwo auf einer anderen Cloud passieren. Und hier sehen wir auch, dass natürlich die Endgeräte eine Rolle spielen bei diesen gesamten End-to-End-Lösungen, die hier neu entwickelt werden können. Und entsprechende zukünftige Innovationen sind hier noch zu erwarten. Ja, wie man sehen kann, ist es dank unseres neuen Angebotes nun möglich, die Verlagerung von Rechenleistung in die Cloud zu bringen. Unsere Kunden können somit leichtere und kostengünstigere Endgeräte einsetzen, Strom bzw. Batterie sparen und wir tragen somit auch noch dazu bei, dass beispielsweise autonom fahrende Autos leichter werden können und damit längere Distanzen zurücklegen. Auch wenn Mac noch eine jungfräuliche Technologie darstellt, schätzen gerade das auch bereits unsere Kunden, wie wir sehen konnten. Das sehen wir jetzt auch in der aktuellen Case Study zusammen mit Cake Systems und Cradlepoint.
Cakes ist ursprünglich aus dem Finanzdienstleistungssektor geboren, mit Hochfrequenzhandel bekannt geworden, hat hier entsprechend eine Zeitreihendatenbank, die KDB Plus, am Markt etabliert. Im Rahmen des 5G Edge Innovation Programms der Vodafone haben wir die Möglichkeit gehabt, seit Mitte diesen Jahres entsprechend im 5G-Netz der Vodafone mit AWS Wavelength Zone, was halt so eine Art verlängertes Rechenzentrum ist, Cakes, die Aufgabe von den Geräten, den Cradlepoint-Routern, die halt auf den Fahrzeugen installiert sind, Telemetriedaten, Fahrzeugdaten oder Borddiagnose, OBD-Daten entgegenzunehmen, die möglicherweise Geschwindigkeit, Bremsverhalten bedeuten, darstellen. 5G bietet schon eine sehr geringe Latenz. Die Anbindung an die AWS Wavelength Zone ist dementsprechend noch ein Booster in der Latenz. Das heißt, wir können die Latenz minimieren, indem wir halt über das 5G-Netz nicht dann ins Internet gehen, sondern direkt in die Applikation, die sich direkt dann praktisch hinter dem 5G-Netz befindet. Damit werden die Wege verkürzt und auch die Latenzen dementsprechend auch geringer. Das Vodafone AWS 5G Edge Innovationsprogramm ist wirklich fortschrittlich für Europa und weltweit. Denn es gibt im Moment keine andere Kombination von Anbietern, die es halt ermöglichen, so verteilte Telekommunikationsinfrastrukturen umzusetzen, anzugehen und hierfür in diesem Umfeld Lösungen zu entwickeln. Damit sind wir auch schon fast am Ende und ich kann nur noch mal betonen, wir starten heute mit 5G Multi-Access Edge Computing hier in Deutschland. Aber das ist nur der Anfang der Reise. Wir werden MEC zukünftig auch in weiteren europäischen Ländern einführen. Ich möchte Sie ermutigen, sprechen Sie uns an, wenn Sie jetzt neue Ideen und Impulse mitgenommen haben. Lassen Sie uns gemeinsam an Ideen arbeiten, um neue, innovative Anwendungsfälle für Ihre Branche zu entwickeln. Die Zukunft wird nicht gestaltet, sondern wir gestalten die Zukunft. Gemeinsam. Together we can. Vielen Dank für Ihre Zeit.